Die Game Gear-Version von Sonic Spinball. Meint ihr im Ernst, ne? Die packen hier bei Origins Plus nicht mal die Mega Drive 16-Bit-Version von Sonic Spinball drauf. Es muss die 8-Bit-Variante sein. Und dann nicht mal Master System, na klar, Game Gear mit geringerem Bildschirmausschnitt. Die schlechteste der drei Versionen von Sonic Spinball. Nur die ist enthalten. Lassen wir mal so stehen. Dieser Titel erschien 1993 in Nordamerika und der PAL-Region ursprünglich nur für Mega Drive. Die Version für Game Gear erschien 1994. In diesem einzigartigen Sonic-Titel bricht das Pinball-Chaos aus. Die Beschreibung klingt auch so, als wüsste derjenige, der sie verfasst hat, nicht, um was es im Spiel geht, weil das klingt schon sehr, das ist irgendwas mit Pinball. Ja, die Idee ist ganz cool, ne? Also Flipper-Pinball-Automaten waren damals sehr populär und Sonic, der sich oft einrollt und so, das macht schon Sinn. Die Idee ist clever, aber die Umsetzung, ne? Ich hab's noch nie gezeigt. Ich hab mal vor gut 10 Jahren die Mega Drive-Variante im letzten Test gebracht, aber die 8-Bit-Version in keiner Form. Ein Debüt für meinen Kanal! Legen wir los. Steuerung bewegen, Flipper springen, Start, Pause. Sega! Natürlich der Bildschirm wieder reingezoomt. Normalerweise hätte man mehr schwarzen Rand. Mhm. Ja, und der Rahmen links, rechts. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht bei den verbleibenden Game Gear-Titeln, wo ich welchen Rahmen einsetze. Ich sag mal, der Mega Drive-Rahmen, den ihr da seht jetzt, der passt natürlich zu keinem Game Gear-Spiel, weil es sind immer Game Gear-Spiele. Dann lasst es uns so sagen, der Mega Drive-Rahmen, den wir da jetzt haben, der vermittelt so ein bisschen den Eindruck, spiel lieber die Mega Drive-Version, wenn überhaupt. Das will das sagen. Guckt euch die Demonstration an. Geht schon wieder wild zur Sache. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Das ist aber das japanische Mega Drive-Logo, ne? Mit dem roten und grünen MD. Unten links ist auch das japanische Mega Drive. Unten rechts ist das amerikanische Sega Genesis. Und das europäische war so ein bisschen ein Mischmasch. Das hieß zwar Mega Drive, aber hatte dieses 16-Bit, diese goldenen Buchstaben, so klein wie unten rechts in der amerikanischen Version. Gut, dann drücke ich mich mal nicht länger vor Sonic Spinball 8-Bit. Zwei Controller-Typen, easy oder normal? Ja, kann man halt auch nicht bringen. Continues, ja, machen wir doch 7. Das gönne ich mir doch jetzt, damit wir vielleicht ein bisschen was sehen. 4 Level sind es. Das ist Mount Mobius, die Insel, um die es geht. Die gibt's ja auch in Sonic Origins als 3D-Nachkonstruktion im Missionsmenü. Sehr generisches Flugzeug, Tails, einfach silbern mit einem S drauf und nicht mal so eine, nicht mal diese Flügel. Das heißt, Sonic kann nicht auf dem Flugzeug draufstehen und deswegen fällt er ins Wasser. So sieht's aus. Level 1, Toxic Pools. Ist schon mal ziemlich impressive, finde ich. Für so ein Game Gear-Spiel. Sowohl die Cutscene als auch ja, einfach die Präsentation, diese Leveleröffnung. Kann sich sehen lassen für ein Handheld 1994. Katsching, da habe ich was eingesammelt. Oben in der Mitte seht ihr so einen Giftbehälter. Da, ne? Da ist ein Chaos Emerald drin. Unser Ziel wird es sein, die Emeralds zu sammeln. Ja, und dann müssen wir das Ende des Levels erreichen. Katsching. So. Mit beiden Sachen, die wir da gesammelt haben, wurde der Emerald quasi trockengelegt, vom Gift befreit, das Gift aus dem Behälter gelassen. Und jetzt können wir auch weiter. An der Wand sehen wir diese Pfeile. Die hier. Die uns jetzt auch zeigen, wir können links und rechts hinein. Wir können da rein, wenn wir es können. Ich kann Sonic natürlich so ein bisschen nach links und rechts steuern, so Nuancen. Aber entscheidend sind natürlich hier die Flipperarme. Die Bumper. Ne, die Bumper sind eigentlich diese dreieckigen Sachen, ne? Und zack! Bin noch nicht ganz da drinne.
Ne? So. Und da geht's quasi an den nächsten Tisch innerhalb eines Levels. Und da suchen wir jetzt mal die Emeralds, ne? Wenn man das nicht weiß, ist schon schwierig. Ich finde es schwierig genug, obwohl ich es weiß, was zu tun ist. Wer bist du denn? Achso, weil ich den Gegner besiegt habe. Das ist ein befreiter Flicky oder Gegner. Ching. Das bringt mich woanders hin. Da sehe ich tatsächlich eine kleine Problematik, denn es ist immer schwer zu erkennen, wo führt das Spiel einen überhaupt hin. Man kann nicht erkennen, wo man hin muss. Ne? Kannst dir nicht irgendwie einen Schlachtplan machen? Wohin soll's gehen? Jetzt bin ich auch irgendwo reingekommen und werde zu einem Chaos Emerald gelassen. You have one Emerald. You need two more. Das ist gut, ich freue mich über den Emerald, so, aber ich habe jetzt nicht verstanden, was ich hätte tun müssen, um den Emerald zu bekommen, so. Und das ist dann immer ein bisschen schade, da leidet die Übersicht halt massiv. Und da fühlt sich das komplett random an. Und man muss auch leider sagen, dass diese ganze Physik des Spiels, ne, das ist wahrscheinlich auch das Ziel, nur die andere Seite, so. Die ganze Physik des Spiels funktioniert ja leider auch nicht so gut. You need to collect all the Emeralds. Gut. Da müssen wir zum Ende hin. Einen habe ich. Two to go. Ja, also die Physik funktioniert auch schon auf einem Mega Drive, so, sag ich mal, umstritten. Und da will ich dem Game Gear oder auch dem Master System gar keine Vorwürfe machen. Aber es ist halt eine knifflige Sache. So, das hier unten führt mich dann auch wieder zu einem Emerald, oder was? Man müsste es auf den Versuch ankommen lassen. Das müsste ich eigentlich herausfinden. Fast. Angst runterzufallen? Ja, so in etwa. Da bin ich drin. Ach, da war ich schon, oder was? Ah, und so komme ich in die Mitte, in diesen Giftbehälter. Du hast zwei Emeralds. You need one more. Mhm. Bin ich wieder ganz am Start. Ah, kein Problem. Wollen wir jetzt auf die linke oder rechte Seite? Rechts waren wir gerade, ne? Oder? Da waren wir an dem Zielpunkt, aber ist hier auch noch so ein Warp-Point? Frage ich mich. Naja. Ich sehe jetzt nichts Konkretes. Die Ampel ist grün. Also die Idee ist halt fantastisch, wie ich finde. Also die Idee, einfach Sonic in einen Pinball umzusetzen. Wie gesagt, das wurde dann noch highly beworben. So, das ist das neue Spiel, das jeder haben muss. Okay, okay, okay. Und wir haben uns damals auch von der Videothek ausgeliehen. Generell war das so, wir haben uns von der Videothek Spiele ausgeliehen. Und wenn die uns gefallen haben, haben wir die direkt behalten, also gekauft. Das ging. Das war immer sehr angenehm. Und ich habe damals als vierjähriger Stüppi nicht verstanden, wie man ein neues Sonic-Spiel nicht behalten kann. Aber ich bin auch niemals damit warm geworden und wir kamen halt nicht weiter, haben nie mehr als diesen ersten Level gesehen. So, da waren wir eben schon, ne? Also auf dem Mega Drive jetzt. Nicht das, was ihr hier seht. Das ist die Low-Variante davon. Wir sind jetzt quasi mittig, ne? Sagen, boxen wir einfach weiter durch die Gegend und irgendwann ergibt sich das, ne? Ich kann ja eh nicht großartig beeinflussen und steuern. Können Sie hier mich nochmal runterfallen lassen?
Ja, und irgendwie hat das auch Bestand bis heute, habe ich manchmal das Gefühl. Also auch Nintendo Switch Online oder so hat nur Sonic 2, Mean Bean Machine und Sonic Spinball drinne, wo ich mir denke, warum? Warum? Ich habe Sonic Spinball dann wieder gesehen in der Sonic Mega Collection 2003 für den GameCube. Da war ich 13, fast 14. Und auch da habe ich es nicht durchgeschafft, ne? Ich habe es versucht mit aller Kraft, aber das zweite Level ist dann endgültig Schluss mit lustig. Hier ist nichts. Ich muss irgendwie anderswo hin. Und als es für Nintendo Switch Online nochmal veröffentlicht wurde, da habe ich bei Game Explain das Video gesehen. Da haben die halt mit Save States und Rewind-Funktionen Sonic Spinball durchgepaukt. Und da muss ich sagen, der vierte Level ist auch gänzlich anders irgendwie. Aber ja, ich finde es super schwierig. Also das ist, du weißt nicht wohin, du weißt nicht was machen. Du kannst ja eh keinen Einfluss nehmen. Es ist komplett RNG. Und dann halt diese Version ist halt von allem nochmal das Schlimmste. Und ich kann das halt nicht gut finden. Auch hier. Ich versuche jetzt. Wo bin ich jetzt raus? Ja, Hauptsache mal ein bisschen auf die linke Seite. Da habe ich noch nicht so viel gemacht. Aber leider in die Säure gefallen. Habe ich nicht mehr Continuous eingegeben? War das jetzt doch nicht? Ich weiß nicht, warum da jetzt vier Stück stand. So, dann nochmal von Anfang. Aber natürlich darf ich meine bisher gesammelten Chaos Emeralds behalten. Ich sag mal, wenn ich in der Lage wäre, Sonic Spinball durchzuspielen, hätte ich davon schon ein Let's Play gemacht. Deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das hier durchschaffen. Ich würde sagen, das erste Level ist dann aber auch. Es fühlt sich einfach falsch an. Also wenn, dann kniest du dich rein in die 16-Bit-Version. Statt in das hier. Ja, da war ich doch auch schon. Hier muss es noch irgendwas anderes geben. Irgendein Portal oder so. Ich meine, ich versuche hier hinzu. Und ja, ich drücke immer beide Knöpfe gleichzeitig, weil ich mir denke, Bruder. Außerdem habe ich das Gefühl, die sind vertauscht, oder? Da war noch das Ziel. Da brauchen wir noch ein Emerald und ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann auch nicht herausfinden, wo er ist. Ich kann nicht feststellen, wo er ist. Geschweige denn herausfinden oder müssen einfach so lang random umherflippern, bis wir irgendwie mal etwas sehen. Beziehungsweise ich kann halt. Oh, das sieht gut aus. Ja, guck mal. Das war halt diese eine Luke, die wir erreichen müssen. Da müsste zumindest eine Kennzeichnung sein, oder? Das müsste aufleuchten total. You have all three Emeralds, Freunde. Das ist ein Ding, ne? Das ist ein Ding. Wo bin ich hier? Das müsste irgendwie aufflackern oder so ein abgebildeter Chaos Emeralds mit dem Pfeil. So hier lang, hier lang. Damit du siehst und dir denkst, oh, da muss ich rein. Aber so wirkt das komplett random. So, jetzt kann ich hier zu dem Ziel, oder was? Kommt dann ein Boss in dieser Version? Na klar. Nee, das ist Level 2, oder? Alter Schwede, meine Freunde. Ich glaube schon, dass es der zweite von vier Leveln ist. Ich habe irgendwas eingesammelt. Wir können es gerne probieren. Wir können gerne hier versuchen. Wieder was eingesammelt. Versuchen wir uns einfach gemeinsam mal einen Reim drauf zu machen, was wir hier sehen. Ansonsten, Sonic Spinball wurde ja auch immer
gerne wieder veröffentlicht. Hä, ich bin wieder raus? Ich bin wieder... Ja, war das jetzt... Warum bin ich jetzt wieder hier? Ich habe doch hier nichts mehr verloren. Was soll das? Sind die einfach so lose miteinander verbunden oder was? Och, Kinders, ich will doch... Ich will doch weiter. Warum? Es gab auf, ne, man sagt immer in Sonic Origins Plus sind jetzt alle 12 Game Gear Spiele drin. Streng genommen gibt es ein 13. Game Gear Spiel von Sonic, und zwar Sonic 2 in 1. Doch wie der Name schon sagt, beinhaltet das zwei Sonic Games. Ich glaube Sonic 2 8-Bit und Sonic Spinball auf einem Modul. Ist jetzt nicht so, dass die beiden Spiele irgendwie so ein Menü gehabt hätten, sondern wenn du dieses Modul drin hattest, Sonic 2 in 1, ich glaube, das ist einfach ein Boss, ne? Dieses Modul Sonic 2 in 1, jedes Mal, wenn du den Game Gear eingeschaltet hast, kam in abwechselnder Reihenfolge entweder Sonic 2 8-Bit oder Sonic Spinball 8-Bit. Also, keine Ahnung. Willst du Sonic Spinball spielen? Und du schaltest ein, kommt Sonic 2 8-Bit, dann musst du ausschalten und wieder einschalten. Was ist das denn hier bitte? Eine Bonus-Stage mit Pharaos. Und was genau? Ringe sammeln? Oder was ist die Gunst der Stunde? Ich denke, das gab es nicht mal auf dem Mega Drive. Das ist also 8-Bit exklusiv hier. Auf dem Mega Drive in Sonic Spinball, da gab es Bonus-Level, wo unter anderem Sally zu sehen ist. Sally Acorn aus Sonic ZM und den Archie Comics. Auch andere kleine Cameo-Auftritte. Scratch and Grounder, ne? Aus Sonic die Irre Igel. Und ja, Bunny Rabbit und so, diese Freiheitskämpfer. Weil man ja sagt, die haben, die gibt's ja nur in den Comics und so. Streng genommen haben die einen Gastauftritt in Sonic Spinball. Aber wie gesagt, 16-Bit-Version. Okay, war das jetzt gut oder schlecht, so schnell da einen Abgang zu machen? Hm. Level 2, Lava Powerhouse. Na gut, gucken wir doch mal. Also, Sonic Spinball 8-Bit auch umgesetzt nochmal für Game Gear in einer Collection. Dann gab es natürlich bei Sonic Adventure DX Director's Cut für den GameCube. Oh, bin down. Da waren alle Spiele drauf. Sonic Games Collection, Sonic PC Collection und jetzt eben Sonic Origins Plus. Währendhin die 16-Bit-Version vom Mega Drive umgesetzt wurde. Für, interessanterweise für den Game Boy Advance. Das nennt sich Sega Smash Pack. Das waren so drei Spiele drauf. Ich weiß nicht. Was waren das? Golden Axe oder so? Auf jeden Fall war Sonic Spinball drauf. Auf dem GBA. Aber komplett angepasst. Das fand ich krass. Achso, wir müssen da quasi eine Wand zerstören oder eine Klappe aufschlagen. Ich sehe. Da können wir jetzt durch. Ansonsten die 16-Bit-Version noch vorhanden auf der Mega Collection, Lega Collection Plus. Wii Virtual Console. Was noch? Ja, PC Collection. Sega Mega Drive Ultimate Collection. Für iOS gab es vorübergehend. Jetzt nicht mehr. Frag mich nicht. Und Nintendo Switch Online, ne? Nintendo Switch Online. Da kannst du mit Save States herumalbern. Hier kann man auch mit Save States herumalbern. Das wäre vielleicht auch interessant. Lava Powerhouse. Wir versuchen gerne unser Bestes. Luke geht direkt auf. Was ist hier oben? Kann ich mich entscheiden? Weiß nicht, was passiert. Oh, es gibt 3 Emeralds. An der Stelle sind die. You have 1 Emerald. You need 2 more.
Ja, direkt mal links drücken. Wie kann ich mich denn umentscheiden? Ich drück mal alles irgendwie, aber irgendwie... ja, Pause. Wie komme ich zu den anderen Emeralds? Ich weiß, wo die sind. Ich weiß nicht, inzwischen traue ich mir vielleicht sogar zu, die Mega Drive-Variante mal durchzuspielen. Vielleicht machen wir das ja. Vielleicht nehmen wir das bei Nintendo Switch Online einfach auch mal. Und pauken das dann durch, notfalls mit Rewind. Ja, den Pfeilen folgen halte ich für keine schlechte Idee. Muss halt nur klappen. Das ist halt, was mich an dem Spiel stört. Selbst wenn du mal eine Idee hast, wo du lang willst und was du machen kannst, die Umsetzung ist halt auch immer noch sehr eigen und sehr special. Ja, ich habe die Chaos Emeralds gesehen. Muss ich irgendwie was umstellen, um die zu erreichen? Ich weiß ja nicht. Kching! Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist... Die Typen, ne? Die sind auf ihrem... Wie nennt man dieses... Lass mir nochmal rein, mal gucken, was anderes passiert. Aber es geht nur noch oben, unten. Ne? Ich weiß nicht, wie man da jetzt sonst das verändern sollte. Mir geht's dann noch weiter. Aber, lass mich mal schauen. Stellt sich das jetzt damit um vielleicht? Das ist Ziel, verstehe. Okay. Macht Sinn? Also die vier Level, es gibt nur vier Level, also es ist verschwindend geringer Umfang. Lächerlich, das damals irgendwie als ein Must-Have hinzustellen. Aber immerhin unterscheiden sich die vier Level doch. Optisch und auch so ein bisschen von der Spielidee. Was ich gesehen habe vom vierten Level ist, dass man da sehr viel Freiheit hat. Also das sind einzelne kleine Plattformen. Und da muss man auch intelligent... Spin-Dashen, um weiterzukommen. Wieder was eingesammelt. Ich hab was kaputt gemacht. Use Buttons to activate Steam. Benutze Knöpfe, um den Dampf zu aktivieren. Ey! Ich war gerade richtig! Hä, das mach ich doch schon, wenn ich höher springen will. Ey, ich war gerade auf der richtigen Seite! Bin da irgendwie rein? Ich dachte... Naja. Danke für den krassen Tipp. Aber ich will da wieder rein und irgendwie nach oben, so. Ich dachte, ich kann das jetzt umstellen an dem... Lass mich hoch jetzt. Ach! Deswegen krieg ich's gesagt, da drin sind doch nur Dampfgeräte. Du hast zwei Emeralds. Ja, Freunde, das weiß ich jetzt schon. So weit habe ich noch nie Sonic Spinball gespielt. Keine Version. Aber das scheint ja tatsächlich durchaus Sinn zu machen. Let's go. Auf die linke Seite. Wieder irgendwas gechinkt. Immer rauf da. Kann mich ja bewusst, tatsächlich an der Stelle bewusst für die linke Seite entscheiden. Aber wird jetzt ching. Dann die Kanone ist bestimmt auch keine so schlechte Idee. Da rechts ist doch, wo wir hinwollen, ne? Was bringen eigentlich die Ringe in diesem Spiel? Komm, muss wieder hoch. Baller mal.
Was muss das damals für ein Gefühl gewesen sein? Du denkst dir auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn so, ach, könnte ich jetzt doch Sonic Spinball spielen? Zum Glück kommt bald für mein Game Gear eine schlechte Version davon raus. Aber es läuft besser als erwartet. Muss ich gerade einfach mal zugestehen. Oh Mann! Ich nehme alles zurück. Na, es gibt ja noch ein zweites Pinball-Spiel. 2003 für den Game Boy Advance. Sonic Pinball Party. Das sind halt wirklich einfach nur Pinball-Tische. Erwartet nichts anderes als Pinball-Tische. Da wollen wir rein, ne? Okay. Use Buttons to activate Steam. Alter, Steam. Da habe ich auch viele Sonic-Spiele auf Steam, du. Zack, zack. Einfach drücken. Ah, kommt man mit Button Smashing schon hoch. Herzliche Glückwünsche! Du hast alle drei Emeraldos! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich weiß sogar genau, wie ich zum Ziel komme. So gesehen finde ich ja den zweiten Level einfacher als den ersten. Was ist denn nur los? Vielleicht ist es auf dem Mega Drive anders gewesen. Alleine der erste Level ist auf dem Mega Drive anders. Das kann ich euch sagen, weil... Ist das jetzt aus oder was? Weil da gab es noch irgendwelche Lorenfahrten und so. Komm ich jetzt ganz hoch? Da war doch noch. War doch noch mehr. Hier. Nee, will nicht! Will nicht! Mitte! Man keine Faxen jetzt hier. Was soll der Quatsch? Aber ein Ziel, du. Also zum Boss. I guess. Aha, dann müssen wir da rein. Kann er nochmal reinhopsen. Wenn ich's kann, kann ich nochmal reinhopsen. War der erste. Da ist auch noch einer. Die schönen Eggman Faces. Handsome. Hier kann man richtig schön durchschnödeln, du. Ich hoffe, hier wird es nicht heiß im Boiler. Das läuft schockierend. Schockierend. Wir haben die Hälfte des Spiels, ne? Blind. Blind. Hier sind wir wieder. Mhm. Warum auch immer. Ja, Mount Mobius, ne? Wer dachte, Mobius hat nichts zu bedeuten, wird nicht erwähnt in den Spielen. Das ist ja in manchen Medien, TV-Serien, Comics und so weiter, der Planet von Sonic und seinen Freunden gewesen. Dem letzt wurde gesagt, der Planet Mobius ist nicht kennen, der ist noch nie in den Videospielen aufgetaucht. Ja, der Planet nicht. Aber diese Insel ist Mount Mobius. Naja, Namen sind Schall und Rauch, wa? Möchtest du mir so entgegnen? Kann ich denn mit genug Ringen irgendwie ein Extra-Leben bekommen, oder was ist hier... Was ist hier das Ding? Für irgendwas muss das doch gut sein, das Bonus-Level. Wenn da doch immer die Farbe... Na gut, weiß es nicht. Ja, die Physik hier ist leider, ne, also absolut, ne. Das ist halt kein Jump'n'Run eigentlich, das Spiel. Deswegen sehe ich das ein bisschen schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie das da einmal aufgeht. Das ist einmal ganz nach oben, ne. Das habe ich ja auch nicht verstanden, warum ich gerade viel weiter nach oben geprasselt bin. So, jetzt ist wieder auf. Eine merkwürdige Physik. Na,
volle Möhre. Du mal lieber die Möhrchen.